Moin zusammen, mein Name ist Matthias Huber und bin Bürgermeister der natürlich lebenswerten Gemeinde Apen und heute in meinem Heimatort Frieschenbokel. Ja, hallo, ich bin Sandra Adams und ich bin die erste Vorsitzende von unserem hiesigen Ortsbürgerverein Frieschenbokel. Und das mache ich jetzt schon seit 2013 in unserem wunderschönen Dorfgemeinschaftshaus. Ja, wir wollen euch mal Frieschenbokel vorstellen mit den vielen schönen Vorzügen und befinden uns hier schon auf dem Dorfplatz, direkt im Ortskern. Ja, und hier befinden wir uns in unserem wunderschönen Dorfgemeinschaftshaus Dörpsusbokler Schkol. Das befindet sich seit mittlerweile 25 Jahren in der Hand des Ortsbürgervereins Frieschenbokel und hier finden viele Privatfeiern statt. In der Woche haben wir zahlreiche Sportveranstaltungen hier. Die Vereine sind hier ansässig und auch der Shantychor, und der darf natürlich danach auch nach seinem Übungsabend gerne die Kehlen spülen. Und dann haben wir natürlich auch noch weitere wunderschöne Orte hier in Frieschenbokel, zum Beispiel unsere Kapelle. Wir befinden uns hier in der Kapelle zu Frieschenbokel von 1456, eines der ältesten noch erhaltenen Bethäuser des Oldenburger Landes. Eine wunderbare romantische Kapelle, die im südlichen Ortsteil sich befindet, auf einer kleinen Wurt gelegen mit einem freistehenden Glockenturm und wird gerne für Hochzeiten genutzt. Man sagt, hier sind 99 Plätze vorhanden und natürlich zwei Plätze für das Brautpaar. Wir haben hier an dieser Stelle sogar die Erntekrone noch stehen von unserem Ortsbürgerverein und vom Ortslandvolkverein. Diese Erntekrone wurde gemeinsam auf der Diele bei unserem örtlichen Landwirt Familie Rabenberg gebunden und zusammen mit dem Kindergarten hierher gebracht. Eine wunderbare Tradition des Ortsbürgervereins. Frieschenbokel ist ein ganz typisches Ammerländer Eschdorf, denn in der Mitte befindet sich die wichtige Ackerfläche des Dorfes, der Bokler Esch. Er ist heute noch vorhanden und die Landwirte drumherum leben um den Esch herum, zusammen auch mit der Bevölkerung. Und die Eschflächen sind eine freie große Fläche, die besonders auffällt und natürlich ackerfähig ist. Wir haben das mal aufgeschrieben, wie ein Eschflur sich entwickelt hat auf dieser tollen Informationstafel hier an der Eschstraße. Und alle weiteren Infos zu Flur und Fauna und vielen historischen Geschichten könnt ihr in unserer Chronik auch erfahren, die ihr bekommen könnt bei unserem Ortsbürgerverein. Ein frisches Lüftchen wehnt hier am Bokler Deich bei dem Lieblingsort Tanzende Schafe aus dem Projekt APA Lieblingsorte. Und viele Menschen nutzen das hier wirklich als ihren Lieblingsort, um hier Erholung zu suchen an der Bokler Brücke und einfach die Kunst zu genießen. Frieschenbokel kann auch Erholung. Wir haben viel Action in unserem Ort, aber es gibt auch wunderschöne Orte, an denen man sich erholen kann, wie zum Beispiel hier am Apertief. Auf unserer Brücke, der Bokler Brücke, wo man wunderschön spazieren gehen kann. Normalerweise kann man hier auch Schafe beobachten, die sind gerade nicht vorhanden. Aber Fahrradfahren, spazieren gehen, die Natur genießen, die Seele baumeln lassen, dafür ist es hier wie gemacht. Ja, so, jetzt sind wir schon am Ende unseres kleinen Rundgangs durch unser wunderschönes Dorf Frieschenbokel. Ich hoffe, euch hat das allen gefallen und vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder auf unserem schönen Nikolausmarkt oder nächstes Jahr auf der 80er, 90er Jahre Party in Frieschenbokel. Ja, go, ja, go.